wahllos ein. Wir nehmen einfach nicht wahr, wie oft Menschen von Blitzen getötet oder verletzt werden. Blitze sind fünfmal so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Für Überlebende eines Blitzschlags kann das Leben zur Hölle werden. Es ging von innen nach außen, als stünde ich in Flammen. Die Wissenschaft fängt gerade erst an, die ungeahnten und schrecklichen Folgen eines Blitzschlags zu erforschen. Wir schicken sogar Raketen hinauf, um Blitze zu fangen. Während die Wissenschaft dem Geheimnis der Blitze auf der Spur ist, stellt sich heraus, dass ihre Zahl ständig zunimmt. Jeden Tag wird die Erde mehr als 8 Millionen Mal vom Blitz getroffen. Die Folgen dessen sind oft verheerend. Jeder Einschlag ist abrupt und unvorhersehbar. Das Kennedy Space Center in Florida. Amerikas Weltraumbahnhof. Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wäre es hier durch ein Gewitter fast zu einer Katastrophe gekommen. In keinem anderen Bundesstaat der USA gibt es so viele Gewitter wie in Florida. Und die Startrampen der NASA liegen genau dort, wo die Blitze am häufigsten einschlagen. Das Kennedy Space Center wird pro Quadratmeile etwa 40 Mal pro Jahr vom Blitz getroffen. Als das Raumfahrtzentrum geplant wurde, wusste man noch sehr wenig über die tatsächlichen Gefahren durch Blitzschlag. Aus ein paar Quellwolken am Himmel kann sich ein schweres Gewitter mit heftigen Blitzschlägen entwickeln, innerhalb von 30 bis 45 Minuten. Während sich die Gewitter über der Halbinsel Florida aufbauen, erzeugen sie eine ungeheure elektrische Energie. Raumfahrzeuge haben eine sehr empfindliche Elektronik. Sie verträgt keine hohen Spannungen und elektrischen Strom in der Nähe. November 1969. Start zum Mondflug der Apollo 12. Schon den ganzen Tag braut sich ein Gewitter zusammen. Doch die NASA sieht keinen Grund, den Start zu verschieben. Der Countdown läuft wie geplant bis zum Start. Kurz darauf meldet die Besatzung eine ungewöhnliche Erschütterung an die Bodenkontrolle. Offenbar hat ein Blitz eingeschlagen. Die Apollo traf auf ein ziemlich schwaches elektrisches Feld und verstärkte es, indem es nach oben hindurchflog. Diese Bilder zeigen das Ergebnis. Durch die Verstärkung des elektrischen Feldes löste die Rakete einen Blitzschlag aus. Nur die Geistesgegenwart der Crew und die vorhandenen Ersatzcomputer verhinderten eine Katastrophe. Es hätte Apollo fast lahmgelegt. Nur dank der Notsysteme ging es gerade noch gut. Um ein Haar wäre die Mission gescheitert und wir hätten die Astronauten verloren. Diesmal hatte die NASA Glück gehabt. Doch nicht immer geht ein Blitzschlag so glimpflich aus. 80% der Blitze zucken innerhalb der Wolken und verursachen nur ein spektakuläres Wetterleuchten. Doch die restlichen 20%, die den Boden erreichen, können eine verheerende Wirkung haben. Blitze entstehen durch Reibung. Sie tritt bei der Kollision von Eispartikeln auf. Die Blitze, die dann am Boden einschlagen, haben eine ungeheure Kraft. Uh,
Ein Gewitter hat die Energie einer kleinen Atombombe, die sich zum Teil in Blitzen entlädt. Ein Erdblitz sucht sich immer den kürzesten Weg. Pflanzensaft unter einer Baumrinde etwa ist eine ideale Leitsubstanz. Blitze schlagen häufig in Bäume ein. Wenn sie eindringen, reißt das verdampfende Material im Inneren alles auseinander. Die Rinde wird vom Stamm gesprengt. Manchmal zersplittert der ganze Baum. Bäume, die einen solchen Einschlag überleben, tragen schwere Narben davon. Mit etwa 28.000 Grad Celsius sind Blitze fünfmal so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Kein Wunder, dass sie deutliche Spuren hinterlassen, wo immer sie einschlagen. Die Hitze kann sogar Sand in Glas verwandeln. Dabei entstehen Blitzröhren, sogenannte Fulgurite. Dies ist zum Beispiel ein Fulgurit. Er hat etwa den gleichen Durchmesser wie der Blitzkanal in der Luft. Fulgurite sind die Visitenkarten, die ein Blitz hinterlässt, wenn er sich im Boden fortsetzt. Der Blitz erhitzt den Sand und bringt ihn zum Schmelzen. Beim Erkalten entstehen solche Fulgurite. Meist sind sie hohl mit einer glasartigen Innenwand. Schließlich wird Glas aus Sand hergestellt. Wir haben einmal einen Fulgurit ausgegraben, der fast 5,20 Meter lang war und eine fast 4,60 Meter lange Verzweigung an der Seite hatte. Wenn ein Blitz Sand in Glas verwandeln kann und Pflanzensaft zum Verdampfen bringt, was richtet er dann im menschlichen Körper an? Immerhin besteht dieser zu 75% aus Wasser. Offenbar gelingt es der Hälfte aller Blitzopfer zu überleben. Eigentlich sollte man erwarten, dass der Blitz eindringt, das Innere des Körpers verdampft und das Opfer in Stücke reißt. Doch das geschieht nicht. An einer Puppe, die mit einer leitfähigen Schicht versehen ist, wird die Wirkung eines Blitzes deutlich sichtbar. Der Blitz sucht sich immer den Weg, der den Strom am besten zum Boden leitet. Beim Menschen führt dieser Weg entlang der dünnen Schweißschicht auf der Haut. Statt den Körper zu zerfetzen, fließt der Strom über die Körperoberfläche. Die durchschnittliche Stromstärke von 30.000 Ampere ruft schwere Verbrennungen hervor. Das größte Risiko, in Amerika vom Blitz getroffen zu werden, besteht laut Statistik an einem Sonntag im Juli, und zwar beim Golfspielen in Florida. Allein in den USA schlagen jedes Jahr etwa 25 Millionen Blitze auf dem Boden ein. Sie töten durchschnittlich 100 Menschen pro Jahr. Weitere 1000 werden verletzt. Ich stieg aus dem Wagen und meinte, ein Grollen zu hören. Ich fragte unsere Kinder, ob es gedonnert hat. Sie meinten, es wird nicht regnen, sieh dir den Himmel an. Shelley Jacobs spielte gerade mit ihrem Mann Chuck Golf, als sie von einem Blitz getroffen wurde. Das Gewitter war 16 Kilometer entfernt. Es kam aus heiterem Himmel. Ich spürte, hörte und sah nichts. Plötzlich war da ein greller Blitz und ein Krachen. Und als ich mich zu Shelley umdrehte, lag sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Mir war klar, dass sie vom Blitz getroffen war, aber ich wusste nicht, ob sie noch lebte. Doch das Risiko ist nicht nur auf Golfplätzen hoch. Niemand, der sich im Freien aufhält, ist wirklich sicher. Sobald man ein Donnergrollen hören kann, ist man bereits in der Gefahrenzone. Dr. Marianne Cooper hat sich auf Verletzungen bei Blitzopfern spezialisiert. Noch weiß man relativ wenig darüber.
Unter anderem konnten wir feststellen, dass die Verbrennungen nicht durch den Blitz selbst entstehen. Sie sind eine indirekte Folge dessen, was er am Körper bewirkt. Er verwandelt Regenwasser oder Schweiß auf der Haut in Dampf, der die Brandwunden verursacht. Trägt man ein Baumwoll-T-Shirt, kann der Dampf entweichen. Eine Lederjacke dagegen hält ihn am Körper und es kommt zu schwereren Verbrennungen. Wenn Feuchtigkeit, etwa Schweiß oder Regenwasser, verdampft, dehnt sie sich ungeheuer aus. Das kann den Schuh regelrecht zerfetzen. Wenn man nasse Strümpfe oder schweißige Füße hat, kommt es im engen Schuh zu einer Wasserdampfexplosion und der Schuh platzt auf. Bei manchen Opfern hinterlässt der Blitz Brandmale auf der Haut, wie eine Tätowierung. Auch Gegenstände am Körper können zur Gefahr werden. Als ich getroffen wurde, trug ich eine Halskette. Das Gold ist geschmolzen. Ich habe hier immer noch Narben, die nie wieder verschwinden. Der goldene Schuh, den ich als Anhänger hatte, steckte hier oben unter dem Kinn. Als ich geröntgt wurde, entdeckte ihn jemand und zog ihn heraus. Das Gold schmilzt erst bei etwa 1000 Grad, aber meine Kette war weg. Physische Verletzungen kann man erkennen und behandeln. Doch Blitzopfer tragen oft auch unsichtbare Langzeitschäden davon. Es kann zu Depressionen, lähmenden Kopfschmerzen, Koordinierungsmangel, Gedächtnisverlust oder Schlafproblemen kommen. Ich war danach seelisch krank. Ich habe viel geweint, beim Essen, beim Zu-Bett-Gehen. Und ich wusste nicht einmal, warum. Das medizinische Zentrum der University of Illinois in Chicago. Hier werden die unsichtbaren Folgen eines Blitzschlags im menschlichen Körper erforscht. Russ Francis wurde getroffen, als ein Blitz in die Telefonleitung einschlug, die er gerade reparierte. Es war das lauteste Geräusch, das ich je gehört habe. Ich war auf dem rechten Ohr taub, hatte kein Gefühl mehr in meiner rechten Körperseite und mein Kopf schien vor Schmerz fast zu explodieren. Es war unglaublich. Russ Francis hat sich zur Teilnahme an Experimenten bereit erklärt, mit denen Mary Ann Cooper medizinisches Neuland betritt. Es fällt den Blitzopfern sehr schwer, mit den Folgen zu leben. Äußerlich sind sie unverändert, aber innerlich funktionieren sie nicht mehr so wie zuvor. Es ist vergleichbar mit einem Computer nach einem Blitzschlag. Das Gehäuse und die Platinen sehen vielleicht unbeschädigt aus, aber die Verarbeitung der Daten läuft nicht mehr so wie gewohnt. Um zu funktionieren, ist der menschliche Körper, wie ein PC, pro Sekunde auf Millionen von elektrischen Impulsen angewiesen. Deshalb kann der Stromstoß durch einen Blitz verheerende Folgen haben. Ich konnte 3,5 Jahre nicht arbeiten. In den ersten beiden Jahren schlief ich täglich 20 bis 22 Stunden, als hätte jemand bei mir den Stecker rausgezogen. Koordinationsprobleme, Erschöpfung, bohrende Kopfschmerzen. Die moderne Kernspintomographie ermöglicht es heute, die Abläufe im Gehirn genauer zu erfassen als je zuvor. Zunächst wird das Gehirn auf organische Verletzungen untersucht. Dann bekommt Russ Francis Aufgaben, die die Koordination von Augen und Hand erfordern. Dabei werden die Prozesse im Gehirn auf ungewöhnliche Abweichungen untersucht. Okay, Russ, are you able to hear me okay? Okay, great. Vor Francis' Augen erscheinen Fragen, auf die er antworten soll. Per Knopfdruck auf einen Schalter, den er in der rechten Hand hält. Die Überwachung seiner Augenbewegung zeigt, ob er während des Experiments konzentriert und wachsam ist. Während des Tests werden alle elektrischen Impulse im Gehirn erfasst und aufgezeichnet. Die Auswertung der Daten soll aufdecken, ob der Blitz die Impulse in irgendeiner Weise verändert hat. Nach 20 Minuten darf Russ Francis die enge Röhre des Tomographen wieder verlassen. Mary Ann Cooper wertet die Ergebnisse gemeinsam mit Dr. Keith Thalborn aus, der auf die Analyse solcher Aufnahmen spezialisiert ist. Es gibt keine Hinweise auf eine Beschädigung der Hirnzellen. Hat er über Gedächtnisprobleme geklagt? Ja.
Dann müssen wir den Hippocampus betrachten. Das ist dieser Bereich. Er sieht völlig normal aus. Anatomisch ist dieses Gehirn also völlig in Ordnung und für sein Alter auch in gutem Zustand. Jetzt sehen wir uns die Daten über die Abläufe im Gehirn an, während er die Fragen beantwortet hat. Als Thalborn die elektrische Aktivität des Gehirns genauer betrachtet, macht der Neurologe eine überraschende Entdeckung. Auf den ersten Blick sah es für mich ganz normal aus. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass es sich um kein gewöhnliches Muster handelt. Russ Francis ist Rechtshänder. Normalerweise würde eine Bewegung der rechten Hand, mit der er den Druckknopf betätigt, mit elektrischen Impulsen in der linken Gehirnhälfte verknüpft werden. Das ist allerdings ziemlich dramatisch. Bei einem normalen rechtshändigen Menschen würde die Aktivität in der linken Gehirnhälfte stattfinden. Aber hier sieht man in der rechten Gehirnhälfte das, was eigentlich dort drüben hingehört. Irgendetwas hat die elektrischen Funktionen umgeleitet, ohne, wie bei anderen Gehirnverletzungen, physische Schäden anzurichten. Wir kennen so etwas bei Schlaganfällen oder Gehirntumoren. Aber hier stellen wir es zum ersten Mal bei einem Patienten fest, der einen Stromschlag erlitten hat. Man kann keine anatomischen Ursachen dieser Missbildung erkennen. Wüsste ich nicht, was ihm zugestoßen ist, hätte ich keine Erklärung dafür. Obwohl das Gehirn völlig normal ist, hat ihn etwas verändert. Noch steht Mary Ann Cooper mit ihrer Forschung erst am Anfang. Doch Russ Francis' Gehirn ist der eindrucksvolle Beweis, dass Blitze verdeckte Langzeitfolgen haben können. Diese Leute haben ernsthafte Verletzungen erlitten, obwohl sie äußerlich unverändert sind. Für andere ist es schwer nachvollziehbar, dass sie sich im Inneren verändert haben, nur weil die elektrischen Impulse verändert wurden. Noch stehen wir am Anfang und wissen nicht, wie es physiologisch dazu kommen kann. Dass es geschieht, sehen wir jedoch an den Symptomen bei Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Jetzt konnten sie tatsächlich sehen, dass etwas passiert war. Vorher klagte ich über Beschwerden und sie betrachteten ihre Standardaufnahmen und meinten, sieht ganz normal aus, ihnen fehlt nichts. Jetzt haben sie endlich etwas entdeckt. Gewitter, die sich über den weiten Prärien von Texas bilden, gehören zu den gewaltigsten auf der nördlichen Halbkugel. Ein Eldorado für Gewitterjäger. Offiziell sprechen wir von einem Gewitter, wenn es Blitze gibt. Sie entstehen, wenn die Wolken in eine Höhe aufsteigen, in der die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt. Erst die Mischung aus Wasser und Eis bringt die notwendige Voraussetzung für das Auftreten elektrischer Spannung. Das gefrorene Wasser in der Wolke kann dabei zu Hagelkörnern anwachsen, deren schiere Größe lebensgefährlich sein kann. Die größten Gewitter werden Superzellen genannt. Ihre Ausmaße sind gewaltig. Sie erzeugen jede erdenkliche Art von Blitzen. Am meisten faszinieren mich Superzellen. Diese Gewitter sind sehr langlebig, weil sie einen ständig rotierenden Aufwind besitzen. Die gewaltigsten Superzellen erzeugen meist die spektakulärsten Blitzerscheinungen. Man sieht innerhalb der Wolken ein pausenloses Blitzstaccato. Manche Blitze zucken waagerecht durch die Wolken. Andere entstehen an den Wolkenrändern und reichen bis zur Erde. Man kann Blitze in allen möglichen Varianten bewundern. Sie schnellen über deinem Kopf wie Papierschlangen in großen Bögen über den Himmel. Im Blitzlichtgewitter einer Superzelle entladen sich elektrische Spannungen von vielen Millionen Volt. Sowohl innerhalb der Wolkenfront wie auch zwischen den Wolken und dem Erdboden. Wenn sich dabei die erhitzte Luft im Blitzkanal explosionsartig ausdehnt, entsteht ein donnernder Knall.
Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begann die NASA, die Wirkung von Blitzen auf Flugkörper zu erforschen. Sie schickte Kampfflugzeuge direkt in die Gewitterwolken, um sie absichtlich Blitzen auszusetzen und die Folgen zu messen. Ich flog ins Gewitter und sollte möglichst oft vom Blitz getroffen werden. Nie zuvor hatte man ein derartig gefährliches Experiment gewagt. Die Piloten flogen ins Ungewisse. Dabei mussten die Piloten und Maschinen nicht nur den Blitzen, sondern auch den Hagelstürmen trotzen. Ab einer bestimmten Größe können Hagelkörner die Haube zertrümmern, mit fatalen Folgen. Doch in erster Linie ging es um Blitze. Während Messinstrumente die Daten erhoben, hielten automatische Kameras an Bord das Geschehen fest. Als sich die Piloten der Gewitterfront näherten, wussten sie nicht, was sie erwartet. Sie riskierten dabei ihr Leben. Doch nur so konnten Erkenntnisse gewonnen werden, um auch zivile Flugzeuge sicherer zu machen. Man sieht einen unglaublich hellen Lichtstrahl vorn an der Nase. Dann hüpft er am Rumpf entlang nach hinten. Man sieht, wie er an einem vorbeirauscht und sich der Blitzkanal schließlich wieder vom Flugzeug löst. Es fühlt sich an, als würde ein Riese dem Flugzeug eine Ohrfeige versetzen. Man kann den Donnerschlag hören, obwohl man Ohrstöpsel und einen Pilotenhelm trägt und die Kabine mit einer 2 cm dicken Kunststoffschicht gepolstert ist. Meine Erfahrung mit diesen NASA-Flügen, bei denen ich in besonders gesicherten Flugzeugen unter kontrollierten Bedingungen in Gewitter geflogen bin, haben mich eines gelehrt. Ich werde mit meinen Flugzeugen alles tun, damit mich kein Blitz trifft. Camp Landing ist eine abgelegene Militärbasis etwa 300 Kilometer nördlich vom Kennedy Space Center in Florida. Unter der Leitung von Martin Heumann untersuchen hier Wissenschaftler der University of Florida Blitzschläge, die sie selbst durch den Abschuss von Raketen in die Gewitterwolken auslösen. Man kann solche Raketen nicht einfach irgendwo starten, aus Sicherheitsgründen. Doch dieser Ort ist ideal dafür. Er ist sicher und der Luftraum ist frei. Wir arbeiten seit 10 Jahren sehr erfolgreich mit der Armee in Camp Landing zusammen und haben ihnen beim Blitzschutz geholfen. Camp Landing wurde durch uns international in der Wissenschaft zu einem Begriff. Martin Heumanns Forschungsteam misst die spezifischen Eigenschaften der Blitze, um ihre Wirkungen umfassend vorhersagen zu können. Die Experimente sind nicht ungefährlich. Mit einer Rakete wird dabei ein Kupferdraht von einer Startrampe nach oben geschossen, um den Blitz auszulösen. Im Grunde geht es um künstliche Blitze aus natürlichen Gewittern. Bekanntlich schlagen Blitze gern in hohe Gebäude ein. Und genauso schlägt der Blitz auch in das obere Ende unseres Kupferdrahtes. Für die Wolke ist es, als hätten wir ein hohes Gebäude unter sie gestellt. Sie verhält sich genauso. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sich die Wolke 6 bis 9 Kilometer über dem Boden mit Spannung auflädt und unser Draht nur etwa 300 Meter misst. Die Wissenschaftler beobachten genau, wie sich hoch über ihnen das elektrische Feld aufbaut, um den besten Startzeitpunkt zu ermitteln. Alle möglichen Szenarien werden getestet. We
Wir haben schon recht exotische Dinge gemacht, zum Beispiel den Blitz in die Sprengstoffhülle von Atomwaffen einschlagen lassen. Wir wollten sicher gehen, dass eine Atombombe, die aus Versehen aus einem Flugzeug fällt, nicht von einem Blitz gezündet werden kann. Die Tests haben aber auch eine beunruhigende neue Erkenntnis gebracht. Joseph Dwyer vom Florida Institute of Technology, der wie Martin Heumann die Einrichtungen von Camp Blanding nutzt, hat etwas völlig Unerwartetes herausgefunden. Von den Blitzen geht Röntgenstrahlung aus, und zwar in sehr hohen Dosen und fast jedes Mal. Die Sensoren befinden sich in diesen Kästen. Sie sind mit einer reflektierenden Folie gegen elektrische Störungen abgeschirmt, um exakte Messdaten zu gewinnen. Unsere Instrumente messen die Intensität, die Zeit und Energie der Röntgenstrahlung. Es ist die gleiche Strahlung, die beim Zahnarzt oder Hausarzt benutzt wird. Joseph Dwyers Messungen haben noch andere Strahlen erfasst, die in Gewittern erzeugt werden. Zu unserer Überraschung haben wir gewaltige Ausbrüche von Gammastrahlung festgestellt, die offenbar aus den darüberliegenden Gewitterwolken einige Kilometer höher stammt. Das heißt, das gesamte Gelände um uns herum wird mit Gammastrahlen überschwemmt. Gammastrahlen sind eine besonders schädliche Form der Strahlung. Sie können Krebs verursachen. Angesichts dieser Erkenntnisse stellt sich die Frage, wie gefährlich Blitze tatsächlich sind, besonders für die Überlebenden eines Blitzschlags. Die zentrale Frage ist, wie hoch ist die Dosis, der man bei einem Blitzschlag ausgesetzt ist? Unsere Messungen fanden in einer Entfernung von 5 bis 20 Meter statt. Dabei war die Belastung bisher gering. Allerdings haben wir noch nicht direkt am Ende des Blitzkanals gemessen. Sollte die Dosis dort hoch sein, könnte es Folgen für die Blitzopfer haben. Eine Beobachtungsstation in Colorado hat sich auf ein besonderes Gewitterphänomen spezialisiert, die sogenannten Sprites. Bei Einbruch der Dunkelheit geht der Sprite-Forscher Walt Lyons an die Arbeit. Während die Kameras auf dem Dach das Geschehen am Himmel erfassen, sucht er nach niederfrequenten Funkwellen, die auf elektrische Aktivitäten hinweisen. Es geht ihm um die elektrischen Phänomene über den Gewitterwolken, die nur schwer erfassbar sind. Manchmal dauert es Stunden, bis er einen Sprite aufspürt. Aber die Geduld zahlt sich aus. Sprite! 05, 25, 40 seconds. Sprites sind ungeheure Entladungen elektrischer Energie, die direkt über den Gewittern in der Atmosphäre stattfinden. Als wir die Sprites zum ersten Mal entdeckten, haben wir ihre Größe überschlagen und festgestellt, dass sie riesig sein müssen. Ein gewöhnlicher Blitz ist etwa daumendick und vielleicht 8 Kilometer lang. Aber Sprites sind 50 Kilometer hoch und 100 Kilometer breit. Zehntausende Kubikkilometer der mittleren Atmosphäre werden von diesem Netzwerk strahlenförmiger elektrischer Entladungen erhellt. Doch inzwischen sind sogar noch gigantischere Lichtblitze als die Sprites entdeckt worden. Diese Aufnahmen gelangen Wissenschaftlern der Universität Taiwan. Sie zeigen sogenannte Jets, die oberhalb eines Gewitters über 80 Kilometer in die Höhe steigen. Je mehr die Wissenschaft erkennt, desto mehr Fragen tauchen auf. Die Sprite-Forschung hat uns klargemacht, dass es eine ganze Gruppe von riesigen Blitzen gibt, deren Existenz wir bisher höchstens geahnt haben. Die Entdeckung der Sprites und anderer Phänomene dort oben hat uns gezeigt, wie wenig wir bisher wissen. Dennoch haben die Wissenschaftler schon manches Geheimnis der Blitze gelüftet. Die Entdeckung der Jets und Sprites erklärt, wie Blitze auf dem ganzen Planeten Energie verbreiten und einen globalen Stromkreis schaffen.
Jetzt weiß man, dass der Blitz ein Phänomen ist, das untrennbar mit den natürlichen Prozessen der Erde verbunden ist. Blitze haben tiefgreifenden Einfluss auf unseren Planeten. Ihre ungeheure Kraft kann sowohl Leben zerstören, wie auch erschaffen. Blitze können Menschen töten und Brände entfachen. Aber sie haben auch gute Seiten. Vielleicht haben sie die chemischen Substanzen geschaffen, aus denen Leben entstand. Und mit Sicherheit erzeugten sie aus dem Stickstoff der Luft eine Lebensgrundlage der Pflanzen. Blitze können also beides sein: Lebensspender und Serienmörder. Früher galten Waldbrände als weiteres Indiz für die zerstörerische Kraft der Blitze. Bis Botaniker entdeckten, dass einige Pflanzenarten auf Blitze angewiesen sind, um sich zu vermehren. Die Samen vieler Bäume und Pflanzen werden nur durch die immense Hitze eines Waldbrandes freigesetzt. Der NASA-Wissenschaftler William Borucki hat sich auf die Entwicklungsgeschichte der Planeten spezialisiert. Er hat herausgefunden, dass Blitze immer schon eine wichtige Rolle bei der Erhaltung des Lebens spielten. Im Grunde gehören Blitze zu den wichtigsten Naturprozessen überhaupt. Wenn wir uns diesen Wald ansehen, stellen wir fest, er ist tot, vom Feuer verbrannt. Viele Feuer werden von Blitzen entfacht. Seit hunderten Millionen Jahren vernichten und töten sie Wälder. Aber in Wirklichkeit leisten Blitze etwas viel Wichtigeres. Sie spalten die Moleküle der Luft, insbesondere des Stickstoffs, auf. Dadurch wird der Stickstoff für die Pflanzen erst verwertbar. Letztlich schaffen sie die Nahrungsgrundlage der Pflanzen, die zum Leben und der Fortpflanzung notwendig ist. Blitze sind eine lebenserhaltende Kraft in der Natur. Trotz aller Fortschritte in der Forschung blieb die Frage, wie Blitze überhaupt entstehen, bis heute letztlich unbeantwortet. Wir sind uns über einige Grundprinzipien einig. Aufwind, Kälte und Hagel oder Tröpfchen spielen eine Rolle. Aber dann wird die Sache immer unklarer. Der Meteorologe Ron Holley hat sich auf die Blitzaktivität in den USA und Kanada spezialisiert. Wir haben ein Blitzerfassungsnetzwerk. In den USA registrieren wir mit diesem System in einem Jahr etwa 25 Millionen Blitze, die am Boden einschlagen. Während unser Blitzschlagnetzwerk die Daten liefert, können wir oft nur rätseln, wie sich all das überhaupt abspielt. Moderne Technik registriert heute jeden einzelnen Blitzeinschlag auf der ganzen Welt. Langsam zeichnen sich Muster ab. In jüngster Zeit sind die Experten dabei auf eine ziemlich erschreckende Tendenz gestoßen. Möglicherweise nimmt die Blitzaktivität zu. Houston in Texas ist eine der größten Städte der USA. Wie die anderen Großstädte verzeichnet sie eine besonders hohe Blitzhäufigkeit. Untersuchungen zeigen nun, dass die Anzahl der Blitze über urbanen Zentren sogar noch zunimmt. Der Meteorologe Scott Steiger erforscht diese Entwicklung gemeinsam mit seinem Lehrer und Mentor Richard Orville. Sie haben herausgefunden, dass Houston eine sogenannte Hitzeinsel bildet.
Wenn die Sonne auf den Beton und Asphalt brennt, steigt die heiße Luft wie durch einen Kamin in die Höhe. Hitze in urbanen Gebieten ist die Ursache von Aufwinden. Dadurch kommt es zu Wolkenbildung und Regen über den Städten. Doch die Folgen gehen weit über Regenschauer hinaus. Die Aufwärtsbewegung fördert die Wolkenbildung und erzeugt häufiger Gewitter über der Stadt. Die Zunahme der Gewitter in Houston haben meine Studenten entdeckt. Scott war einer von ihnen. Ich ließ sie die Blitzaktivität in 15 Städten im Süden der USA untersuchen. Wir wussten bereits, dass Tampa in Florida die Blitzhauptstadt der USA ist. Jetzt entdeckten wir, dass Houston die Blitzhauptstadt von Texas ist. Mit Hilfe des Blitzerfassungsnetzwerks kann Ron Hawley diese Erkenntnisse von Steiger und Orville untermauern. Hier sehen wir, wie ein Gewitter innerhalb von 4 Stunden entlang der Küste von Südwesten nach Nordosten zieht. Houston liegt genau in dieser Region und das Gewitter zieht direkt darüber hinweg. Insgesamt hat es 16.175 Blitze zwischen den Wolken und dem Boden gegeben. Die Entdeckung der Wissenschaftler ist nicht nur für Houston von Bedeutung. Da die Städte überall auf der Welt immer weiter wachsen, werden sie zu Hitzeinseln. Für das urbane Klima in Bezug auf Blitze bedeutet das, die Stadt ist wärmer als die Umgebung und beeinflusst die Entwicklung und Intensität der vorhandenen Gewitter. Man geht also davon aus, dass die Erwärmung auf die Gewitter wirkt, die sowieso über der Stadt aufziehen. Sie könnten dadurch stärker ausfallen oder länger anhalten. Doch Orville und Steiger glauben, dass der Hitzeinsel-Effekt allein die häufigen Gewitter über Houston nicht erklären kann. In städtischen Ballungszentren gibt es in der Regel mehr Luftverschmutzung als auf dem Land. Das liegt an den Autoabgasen. Aber auch die Industrieanlagen um die Städte herum geben Schmutz in die Umwelt ab. Die höhere Luftverschmutzung könnte die elektrische Aktivität der Gewitter verstärken. Das ist vermutlich die Ursache der Blitze. Tausende Kilometer von Houston entfernt verfolgen Wissenschaftler der Universität Manchester den gleichen Gedanken. Sie versuchen, den vermuteten Effekt experimentell nachzuweisen, mit Hilfe einer Dampfmaschine. Wir simulieren die Prozesse in einem Gewitter. In einer Kältekammer stellen wir Eiskristalle her, simulieren Hagelkörner und lassen sie gegeneinander prallen. Im kurzen Moment des Kontakts wird elektrische Ladung übertragen. Um den Einfluss der Luftverschmutzung zu untersuchen, reicht ein solches Mini-Gewitter völlig aus. Wolken entstehen, wenn Wassertröpfchen an Staubpartikeln kondensieren. Verschmutzte Luft hat mehr Staubpartikel und damit entstehen mehr Wassertröpfchen. Mit Hilfe einer Kältekammer und simplem Klebeband, Plastikschläuchen und einem Staubsauger erkundet das Team den Einfluss der Zivilisation auf die Blitzaktivität. Das ist ein Verstärker mit einem Metallstab, der ein Hagelkorn vortäuscht. Die Eisschicht am Stab wächst, wie bei einem Hagelkorn, das durch die Gewitterwolke fällt. Der Verstärker erfasst die übertragene elektrische Ladung, wenn die Eiskristalle auf das künstliche Hagelkorn treffen. Zuerst wird Dampf in die Kältekammer gelassen, damit er wie in einem richtigen Gewitter unterkühlt wird. Unsere Experimente haben ergeben, wenn wir die Wassertröpfchen absichtlich zum Beispiel mit Natriumchlorid oder Ammoniumsulfat verunreinigen und die Eiskristalle aufeinandertreffen, beeinflusst die Verunreinigung der Tröpfchen das Vorzeichen der Ladung. Das führt unter bestimmten Umständen zu einer sehr starken Elektrisierung und gewaltigen Blitzen. Ein Staubsauger bläst die verschmutzten Eiskristalle gegen das fingierte Hagelkorn. Beim Aufprall wird die elektrische Entladung gemessen. Das Ergebnis ist beunruhigend. Es sieht ganz so aus, als sei die Luftverschmutzung durch den Menschen tatsächlich verantwortlich für die Zunahme der Blitze.
Der Verschmutzungsgrad der Atmosphäre hat Einfluss auf die Blitze, weil er die Anzahl der Wassertröpfchen beeinflusst. Das wiederum hat Folgen für den Ladungsdurchtritt, eine eindeutige Wechselwirkung. Im Laufe der nächsten Jahre werden Orville und Steiger die Blitzaktivität über Houston lückenlos erfassen. Die Auswertung der Ergebnisse wird weitreichende Konsequenzen haben. Wenn wir das Wetter beeinflussen und Blitze verstärken, schlägt das auf uns zurück. Es hat Folgen für unseren Kreislauf und den der Natur. Sollte die Luftverschmutzung weiter zunehmen, könnte das sogar noch schwerwiegendere Auswirkungen auf das Wetter haben. Das mächtigste Gesetz der Physik ist wahrscheinlich das Gesetz der unbeabsichtigten Folgewirkung. Wir kennen nicht alle Folgen unseres Handelns. Jede Chemikalie verändert natürlich die Zusammensetzung der Wolken. Die Frage ist, verändert es die Eigenschaften oder Häufigkeit der Blitze? Die Antwort scheint zu sein, ja. Blitze bleiben eine unberechenbare Naturgewalt. Denn trotz aller Fortschritte der Wissenschaft haben sie ihr ganzes Geheimnis bisher noch nicht preisgegeben. Blitze sind unbezähmbar. Sie suchen sich ihr Ziel. Geh ins Haus, steig ins Auto, bleib nicht im Freien, wo du zum Opfer werden kannst. Blitze sind eine Naturgewalt und gehören untrennbar zu unserem Planeten. Wer sie provoziert, bekommt am Ende auch die Folgen zu spüren. Von den Blitzen geht Röntgenstrahlung aus, und zwar in sehr hohen Dosen und fast jedes Mal. Die Sensoren befinden sich in diesen Kästen. Sie sind mit einer reflektierenden Folie gegen elektrische Störungen abgeschirmt, um exakte Messdaten zu gewinnen. Unsere Instrumente messen die Intensität, die Zeit und Energie der Röntgenstrahlung. Es ist die gleiche Strahlung, die beim Zahnarzt oder Hausarzt benutzt wird. Joseph Dwyers Messungen haben noch andere Strahlen erfasst, die in Gewittern erzeugt werden. Zu unserer Überraschung haben wir gewaltige Ausbrüche von Gammastrahlung festgestellt, die offenbar aus den darüberliegenden Gewitterwolken einige Kilometer höher stammt. Das heißt, das gesamte Gelände um uns herum wird mit Gammastrahlen überschwemmt. Gammastrahlen sind eine besonders schädliche Form der Strahlung. Sie können Krebs verursachen. Angesichts dieser Erkenntnisse stellt sich die Frage, wie gefährlich Blitze tatsächlich sind, besonders für die Überlebenden eines Blitzschlags. Die zentrale Frage ist, wie hoch ist die Dosis, der man bei einem Blitzschlag ausgesetzt ist? Unsere Messungen fanden in einer Entfernung von 5 bis 20 Meter statt. Dabei war die Belastung bisher gering. Allerdings haben wir noch nicht direkt am Ende des Blitzkanals gemessen. Sollte die Dosis dort hoch sein, könnte es Folgen für die Blitzopfer haben. Eine Beobachtungsstation in Colorado hat sich auf ein besonderes Gewitterphänomen spezialisiert, die sogenannten Sprites. Bei Einbruch der Dunkelheit geht der Sprite-Forscher Walt Lyons an die Arbeit. Während die Kameras auf dem Dach das Geschehen am Himmel erfassen, sucht er nach niederfrequenten Funkwellen, die auf elektrische Aktivitäten hinweisen. Es geht ihm um die elektrischen Phänomene über den Gewitterwolken, die nur schwer erfassbar sind. Manchmal dauert es Stunden, bis er einen Sprite aufspürt. Aber die Geduld zahlt sich aus. Sprite! 05, 25, 40 seconds. Sprites sind ungeheure Entladungen elektrischer Energie, die direkt über den Gewittern in der Atmosphäre stattfinden. Als wir die Sprites zum ersten Mal entdeckten, haben wir ihre Größe überschlagen und festgestellt, dass sie riesig sein müssen. Ein gewöhnlicher Blitz ist etwa daumendick und vielleicht 8 Kilometer lang. Aber Sprites sind... Als ich getroffen wurde, trug ich eine Halskette.
Das Gold ist geschmolzen. Ich habe hier immer noch Narben, die nie wieder verschwinden. Der goldene Schuh, den ich als Anhänger hatte, steckte hier oben unter dem Kinn. Als ich geröntgt wurde, entdeckte ihn jemand und zog ihn heraus. Das Gold schmilzt erst bei etwa 1000 Grad, aber meine Kette war weg. Physische Verletzungen kann man erkennen und behandeln. Doch Blitzopfer tragen oft auch unsichtbare Langzeitschäden davon. Es kann zu Depressionen, lähmenden Kopfschmerzen, Koordinierungsmangel, Gedächtnisverlust oder Schlafproblemen kommen. Ich war danach seelisch krank. Ich habe viel geweint, beim Essen, beim Zu-Bett-Gehen. Und ich wusste nicht einmal, warum. Das medizinische Zentrum der University of Illinois in Chicago. Hier werden die unsichtbaren Folgen eines Blitzschlags im menschlichen Körper erforscht. Russ Francis wurde getroffen, als ein Blitz in die Telefonleitung einschlug, die er gerade reparierte. Es war das lauteste Geräusch, das ich je gehört habe. Ich war auf dem rechten Ohr taub, hatte kein Gefühl mehr in meiner rechten Körperseite und mein Kopf schien vor Schmerz fast zu explodieren. Es war unglaublich. Russ Francis hat sich zur Teilnahme an Experimenten bereit erklärt, mit denen Mary Ann Cooper medizinisches Neuland betritt. Es fällt den Blitzopfern sehr schwer, mit den Folgen zu leben. Äußerlich sind sie unverändert, aber innerlich funktionieren sie nicht mehr so wie zuvor. Es ist vergleichbar mit einem Computer nach einem Blitzschlag. Das Gehäuse und die Platinen sehen vielleicht unbeschädigt aus, aber die Verarbeitung der Daten läuft nicht mehr so wie gewohnt. Um zu funktionieren, ist der menschliche Körper, wie ein PC, pro Sekunde auf Millionen von elektrischen Impulsen angewiesen. Deshalb kann der Stromstoß durch einen Blitz verheerende Folgen haben. Ich konnte 3,5 Jahre nicht arbeiten. In den ersten beiden Jahren schlief ich täglich 20 bis 22 Stunden, als hätte jemand bei mir den Stecker rausgezogen. Koordinationsprobleme, Erschöpfung, bohrende Kopfschmerzen. Die moderne Kernspintomographie ermöglicht es heute, die Abläufe im Gehirn genauer zu erfassen als je zuvor. Zunächst wird das Gehirn auf organische Verletzungen untersucht. Dann bekommt Russ Francis Aufgaben, die die Koordination von Augen und Hand erfordern. Dabei werden die Prozesse im Gehirn auf ungewöhnliche Abweichungen untersucht. Okay, Russ, are you able to hear me okay? Okay, great. Schon den ganzen Tag braut sich ein Gewitter zusammen. Doch die NASA sieht keinen Grund, den Start zu verschieben. Der Countdown läuft wie geplant bis zum Start. Kurz darauf meldet die Besatzung eine ungewöhnliche Erschütterung an die Bodenkontrolle. Offenbar hat ein Blitz eingeschlagen. Die Apollo traf auf ein ziemlich schwaches elektrisches Feld und verstärkte es, indem es nach oben hindurch flog. Diese Bilder zeigen das Ergebnis. Durch die Verstärkung des elektrischen Feldes löste die Rakete einen Blitzschlag aus. Nur die Geistesgegenwart der Crew und die vorhandenen Ersatzcomputer verhinderten eine Katastrophe. Es hätte Apollo fast lahmgelegt. Nur dank der Notsysteme ging es gerade noch gut. Um ein Haar wäre die Mission gescheitert und wir hätten die Astronauten verloren. Diesmal hatte die NASA Glück gehabt. Doch nicht immer geht ein Blitzschlag so glimpflich aus. 80% der Blitze zucken innerhalb der Wolken und verursachen nur ein spektakuläres Wetterleuchten. Doch die restlichen 20%, die den Boden erreichen, können eine verheerende Wirkung haben. Blitze entstehen durch Reibung. Sie tritt bei der Kollision von Eispartikeln auf. Die Blitze, die dann am Boden einschlagen, haben eine ungeheure Kraft. Ein Gewitter hat die Energie einer kleinen Atombombe, die sich zum Teil in Blitzen entlädt. Ein Erdblitz sucht sich immer den kürzesten Weg.
Pflanzensaft unter einer Baumrinde etwa ist eine ideale Leitsubstanz. Blitze schlagen häufig in Bäume ein. Wenn sie eindringen, reißt das verdampfende Material im Inneren alles auseinander. Die Rinde wird vom Stamm gesprengt. Manchmal zersplittert der ganze Baum. Bäume, die einen solchen Einschlag überleben, tragen schwere Narben davon. Mit etwa 28.000 Grad Celsius sind Blitze fünfmal so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Kein Wunder, dass sie deutliche Spuren hinterlassen, wo immer sie einschlagen. Die Hitze kann sogar Sand in Glas verwandeln. Dabei entstehen Blitzröhren, sogenannte Fulgurite. Dies ist zum Beispiel ein Fulgurit. Er hat etwa den gleichen Durchmesser wie der Blitzkanal in der Luft. Fulgurite sind die Visitenkarten, die ein Blitz hinterlässt, Raumfahrzeuge haben eine sehr empfindliche Elektronik. Sie verträgt keine hohen Spannungen und elektrischen Strom in der Nähe. November 1969. Start zum Mondflug der Apollo 12. Schon den ganzen Tag braut sich ein Gewitter zusammen. Doch die NASA sieht keinen Grund, den Start zu verschieben. Der Countdown läuft wie geplant bis zum Start. Kurz darauf meldet die Besatzung eine ungewöhnliche Erschütterung an die Bodenkontrolle. Offenbar hat ein Blitz eingeschlagen. Die Apollo traf auf ein ziemlich schwaches elektrisches Feld und verstärkte es, indem es nach oben hindurchflog. Diese Bilder zeigen das Ergebnis. Durch die Verstärkung des elektrischen Feldes löste die Rakete einen Blitzschlag aus. Nur die Geistesgegenwart der Crew und die vorhandenen Ersatzcomputer verhinderten eine Katastrophe. Es hätte Apollo fast lahmgelegt. Nur dank der Notsysteme ging es gerade noch gut. Um ein Haar wäre die Mission gescheitert und wir hätten die Astronauten verloren. Diesmal hatte die NASA Glück gehabt. Doch nicht immer geht ein Blitzschlag so glimpflich aus. 80% der Blitze zucken innerhalb der Wolken und verursachen nur ein spektakuläres Wetterleuchten. Doch die restlichen 20%, die den Boden erreichen, können eine verheerende Wirkung haben. Blitze entstehen durch Reibung. Sie tritt bei der Kollision von Eispartikeln auf. Die Blitze, die dann am Boden einschlagen, haben eine ungeheure Kraft. Ein Gewitter hat die Energie einer kleinen Atombombe, die sich zum Teil in Blitzen entlädt. Ein Erdblitz sucht sich immer den kürzesten Weg. Pflanzensaft unter einer Baumrinde etwa ist eine ideale Leitsubstanz. Blitze schlagen häufig in Bäume ein. Wenn sie eindringen, reißt das verdampfende Material im Inneren alles auseinander. Die Rinde wird vom Stamm gesprengt. Manchmal zersplittert der ganze Baum. Bäume, die einen solchen Einschlag überleben und für sein Alter auch in gutem Zustand. Jetzt sehen wir uns die Daten über die Abläufe im Gehirn an, während er die Fragen beantwortet hat. Als Thalborn die elektrische Aktivität des Gehirns genauer betrachtet, macht der Neurologe eine überraschende Entdeckung. Auf den ersten Blick sah es für mich ganz normal aus. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass es sich um kein gewöhnliches Muster handelt. Russ Francis ist Rechtshänder. Normalerweise würde eine Bewegung der rechten Hand, mit der er den Druckknopf betätigt, mit elektrischen Impulsen in der linken Gehirnhälfte verknüpft werden. Das ist allerdings ziemlich dramatisch. Bei einem normalen rechtshändigen Menschen würde die Aktivität in der linken Gehirnhälfte stattfinden. Aber hier sieht man in der rechten Gehirnhälfte das, was eigentlich dort drüben hingehört.
Irgendetwas hat die elektrischen Funktionen umgeleitet, ohne, wie bei anderen Gehirnverletzungen, physische Schäden anzurichten. Wir kennen so etwas bei Schlaganfällen oder Gehirntumoren. Aber hier stellen wir es zum ersten Mal bei einem Patienten fest, der einen Stromschlag erlitten hat. Man kann keine anatomischen Ursachen dieser Missbildung erkennen. Wüsste ich nicht, was ihm zugestoßen ist, hätte ich keine Erklärung dafür. Obwohl das Gehirn völlig normal ist, hat ihn etwas verändert. Noch steht Mary Ann Cooper mit ihrer Forschung erst am Anfang. Doch Russ Francis' Gehirn ist der eindrucksvolle Beweis, dass Blitze verdeckte Langzeitfolgen haben können. Diese Leute haben ernsthafte Verletzungen erlitten, obwohl sie äußerlich unverändert sind. Für andere ist es schwer nachvollziehbar, dass sie sich im Inneren verändert haben, nur weil die elektrischen Impulse verändert wurden. Noch stehen wir am Anfang und wissen nicht, wie es physiologisch dazu kommen kann. Dass es geschieht, sehen wir jedoch an den Symptomen bei Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Jetzt konnten sie tatsächlich sehen, dass etwas passiert war. Vorher klagte ich über Beschwerden und sie betrachteten ihre Standardaufnahmen und meinten, sieht ganz normal aus, ihnen fehlt nichts. Jetzt haben sie endlich etwas entdeckt. Gewitter, die sich über den weiten Prärien von Texas bilden, gehören zu den gewaltigsten auf der nördlichen Halbkugel. Ein Eldorado für Gewitterjäger. Offiziell sprechen wir von einem Gewitter, wenn es Blitze gibt. Sie entstehen, wenn die Wolken in eine Höhe aufsteigen, in der die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt. Erst die Mischung aus Wasser und Eis bringt die notwendige Voraussetzung für das Auftreten elektrischer Spannung. Während die Kameras auf dem Dach das Geschehen am Himmel erfassen, sucht er nach niederfrequenten Funkwellen, die auf elektrische Aktivitäten hinweisen. Es geht ihm um die elektrischen Phänomene über den Gewitterwolken, die nur schwer erfassbar sind. Manchmal dauert es Stunden, bis er einen Sprite aufspürt. Aber die Geduld zahlt sich aus. Sprite, 05, 25, 40 seconds. Sprites sind ungeheure Entladungen elektrischer Energie, die direkt über den Gewittern in der Atmosphäre stattfinden. Als wir die Sprites zum ersten Mal entdeckten, haben wir ihre Größe überschlagen und festgestellt, dass sie riesig sein müssen. Ein gewöhnlicher Blitz ist etwa daumendick und vielleicht 8 Kilometer lang. Aber Sprites sind 50 Kilometer hoch und 100 Kilometer breit. Zehntausende Kubikkilometer der mittleren Atmosphäre werden von diesem Netzwerk strahlenförmiger elektrischer Entladungen erhellt. Doch inzwischen sind sogar noch gigantischere Lichtblitze als die Sprites entdeckt worden. Diese Aufnahmen gelangen Wissenschaftlern der Universität Taiwan. Sie zeigen sogenannte Jets, die oberhalb eines Gewitters über 80 Kilometer in die Höhe steigen. Je mehr die Wissenschaft erkennt, desto mehr Fragen tauchen auf. Die Sprite-Forschung hat uns klargemacht, dass es eine ganze Gruppe von riesigen Blitzen gibt, deren Existenz wir bisher höchstens geahnt haben. Die Entdeckung der Sprites und anderer Phänomene dort oben hat uns gezeigt, wie wenig wir bisher wissen. Dennoch haben die Wissenschaftler schon manches Geheimnis der Blitze gelüftet. Die Entdeckung der Jets und Sprites erklärt, wie Blitze auf dem ganzen Planeten Energie verbreiten und einen globalen Stromkreis schaffen. Jetzt weiß man, dass der Blitz ein Phänomen ist, das untrennbar mit den natürlichen Prozessen der Erde verbunden ist. Blitze haben tiefgreifenden Einfluss auf unseren Planeten. Ihre ungeheure Kraft kann sowohl Leben zerstören, wie auch erschaffen. Blitze können Menschen töten und Brände entfachen. Aber sie haben auch gute Seiten.
Vielleicht haben sie die Chemie... ...spielte gerade mit ihrem Mann Chuck Golf, als sie von einem Blitz getroffen wurde. Das Gewitter war 16 Kilometer entfernt. Es kam aus heiterem Himmel. Ich spürte, hörte und sah nichts. Plötzlich war da ein greller Blitz und ein Krachen. Und als ich mich zu Shelley umdrehte, lag sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Mir war klar, dass sie vom Blitz getroffen war, aber ich wusste nicht, ob sie noch lebte. Doch das Risiko ist nicht nur auf Golfplätzen hoch. Niemand, der sich im Freien aufhält, ist wirklich sicher. Sobald man ein Donnergrollen hören kann, ist man bereits in der Gefahrenzone. Dr. Marianne Cooper hat sich auf Verletzungen bei Blitzopfern spezialisiert. Noch weiß man relativ wenig darüber. Unter anderem konnten wir feststellen, dass die Verbrennungen nicht durch den Blitz selbst entstehen. Sie sind eine indirekte Folge dessen, was er am Körper bewirkt. Er verwandelt Regenwasser oder Schweiß auf der Haut in Dampf, der die Brandwunden verursacht. Trägt man ein Baumwoll-T-Shirt, kann der Dampf entweichen. Eine Lederjacke dagegen hält ihn am Körper und es kommt zu schwereren Verbrennungen. Wenn Feuchtigkeit, etwa Schweiß oder Regenwasser, verdampft, dehnt sie sich ungeheuer aus. Das kann den Schuh regelrecht zerfetzen. Wenn man nasse Strümpfe oder schweißige Füße hat, kommt es im engen Schuh zu einer Wasserdampfexplosion und der Schuh platzt auf. Bei manchen Opfern hinterlässt der Blitz Brandmale auf der Haut, wie eine Tätowierung. Auch Gegenstände am Körper können zur Gefahr werden. Als ich getroffen wurde, trug ich eine Halskette. Das Gold ist geschmolzen. Ich habe hier immer noch Narben, die nie wieder verschwinden. Der goldene Schuh, den ich als Anhänger hatte, steckte hier oben unter dem Kinn. Als ich geröntgt wurde, entdeckte ihn jemand und zog ihn heraus. Das Gold schmilzt erst bei etwa 1000 Grad, aber meine Kette war weg. Physische Verletzungen kann man erkennen und behandeln. Doch Blitzopfer tragen oft auch unsichtbare Langzeitschäden davon. Es kann zu Depressionen, lähmenden Kopfschmerzen, Koordinierungsmangel, Gedächtnisverlust oder Schlafproblemen kommen. Ich war danach seelisch krank. Ich habe viel geweint, beim Essen, beim Zu-Bett-Gehen. Und ich wusste nicht einmal, warum. Das medizinische Zentrum der University of Illinois in Chicago. Hier werden die unsichtbaren Folgen eines Blitzschlags im menschlichen Körper erforscht. Russ Francis wurde getroffen, als ein Blitz in die Telefonleitung einschlug, die er gerade reparierte. Es war das lauteste Geräusch, das ich je gehört habe. Ich war auf dem rechten Ohr taub, hatte kein Gefühl. Das größte Risiko, in Amerika vom Blitz getroffen zu werden, besteht laut Statistik an einem Sonntag im Juli, und zwar beim Golfspielen in Florida. Allein in den USA schlagen jedes Jahr etwa 25 Millionen Blitze auf dem Boden ein. Sie töten durchschnittlich 100 Menschen pro Jahr. Weitere 1000 werden verletzt. Ich stieg aus dem Wagen und meinte, ein Grollen zu hören. Ich fragte unsere Kinder, ob es gedonnert hat. Sie meinten, es wird nicht regnen, sieh dir den Himmel an. Shelley Jacobs spielte gerade mit ihrem Mann Chuck Golf, als sie von einem Blitz getroffen wurde. Das Gewitter war 16 Kilometer entfernt. Es kam aus heiterem Himmel. Ich spürte, hörte und sah nichts. Plötzlich war da ein greller Blitz und ein Krachen. Und als ich mich zu Shelley umdrehte, lag sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Mir war klar, dass sie vom Blitz getroffen war, aber ich wusste nicht, ob sie noch lebte. Doch das Risiko ist nicht nur auf Golfplätzen hoch. Niemand, der sich im Freien aufhält, ist wirklich sicher. Sobald man ein Donnergrollen hören kann, ist man bereits in der Gefahrenzone. Dr. Marianne Cooper hat sich auf Verletzungen bei Blitzopfern spezialisiert. Noch weiß man relativ wenig darüber.
Unter anderem konnten wir feststellen, dass die Verbrennungen nicht durch den Blitz selbst entstehen. Sie sind eine indirekte Folge dessen, was er am Körper bewirkt. Er verwandelt Regenwasser oder Schweiß auf der Haut in Dampf, der die Brandwunden verursacht. Trägt man ein Baumwoll-T-Shirt, kann der Dampf entweichen. Eine Lederjacke dagegen hält ihn am Körper und es kommt zu schwereren Verbrennungen. Wenn Feuchtigkeit, etwa Schweiß oder Regenwasser, verdampft, dehnt sie sich ungeheuer aus. Das kann den Schuh regelrecht zerfetzen. Wenn man nasse Strümpfe oder schweißige Füße hat, kommt es im engen Schuh zu einer Wasserdampfexplosion und der Schuh platzt auf. Bei manchen Opfern hinterlässt der Blitz Brandmale auf der Haut, wie eine Tätowierung. Auch Gegenstände am Körper können zur Gefahr werden. Als ich getroffen wurde, trug ich eine Halskette. Das Gold ist geschmolzen. Ich habe hier immer noch Narben, die nie wieder verschwinden. Der goldene Schuh, den ich als Anhänger hatte, steckte hier oben unter dem Kinn. Als ich geröntgt wurde, entdeckte ihn jemand und zog ihn heraus. Das Gold schmilzt erst bei etwa 1000 Grad, aber meine Kette war weg. Physische Verletzungen kann man... Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begann die NASA, die Wirkung von Blitzen auf Flugkörper zu erforschen. Sie schickte Kampfflugzeuge direkt in die Gewitterwolken, um sie absichtlich Blitzen auszusetzen und die Folgen zu messen. Ich flog ins Gewitter und sollte möglichst oft vom Blitz getroffen werden. Nie zuvor hatte man ein derartig gefährliches Experiment gewagt. Die Piloten flogen ins Ungewisse. Dabei mussten die Piloten und Maschinen nicht nur den Blitzen, sondern auch den Hagelstürmen trotzen. Ab einer bestimmten Größe können Hagelkörner die Haube zertrümmern, mit fatalen Folgen. Doch in erster Linie ging es um Blitze. Während Messinstrumente die Daten erhoben, hielten automatische Kameras an Bord das Geschehen fest. Als sich die Piloten der Gewitterfront näherten, wussten sie nicht, was sie erwartet. Sie riskierten dabei ihr Leben. Doch nur so konnten Erkenntnisse gewonnen werden, um auch zivile Flugzeuge sicherer zu machen. Man sieht einen unglaublich hellen Lichtstrahl vorn an der Nase. Dann hüpft er am Rumpf entlang nach hinten. Man sieht, wie er an einem vorbeirauscht und sich der Blitzkanal schließlich wieder vom Flugzeug löst. Es fühlt sich an, als würde ein Riese dem Flugzeug eine Ohrfeige versetzen. Man kann den Donnerschlag hören, obwohl man Ohrstöpsel und einen Pilotenhelm trägt und die Kabine mit einer 2 cm dicken Kunststoffschicht gepolstert ist. Meine Erfahrung mit diesen NASA-Flügen, bei denen ich in besonders gesicherten Flugzeugen unter kontrollierten Bedingungen in Gewitter geflogen bin, haben mich eines gelehrt. Ich werde mit meinen Flugzeugen alles tun, damit mich kein Blitz trifft. Camp Landing ist eine abgelegene Militärbasis etwa 300 Kilometer nördlich vom Kennedy Space Center in Florida. Unter der Leitung von Martin Heumann untersuchen hier Wissenschaftler der University of Florida Blitzschläge, die sie selbst durch den Abschuss von Raketen in die Gewitterwolken auslösen. Man kann solche Raketen nicht einfach irgendwo starten, aus Sicherheitsgründen. Doch dieser Ort ist ideal dafür. Er ist sicher und der Luftraum ist frei. Wir arbeiten seit 10 Jahren sehr erfolgreich mit der Armee in Camp Landing zusammen und haben ihnen beim Blitzschutz geholfen. Camp Landing wurde durch uns international in der Wissenschaft zu einem Begriff.